Hatten wir dich übersehen? Ah ne, da war was. Ich habe es verdrängt, was mit der Angel passiert ist. Aber wir finden schon noch eine neue. Es ist ja nicht schwer, Angeln zu finden in diesem Spiel. So, jetzt soll Marvin aber ans andere Ende des Ufers gehen. Oder des Strandes hier. Und hier ein Feuerwaran noch jagen, ne? Genau, hier waren die Angler. Ein Fastversuch, einen Geschwindigkeitstrank zu trinken. Aber da sollten wir Marvins Gelüsten nicht jedes Mal nachkommen. Auch wenn er ein wenig ungeduldig ist. Und hibbelig wird, wenn er lange noch nicht davon genippt hat. Hier ist kein Feuerwaran. Oh, doch, da hinten. Hi. Wir sollten vermutlich ein Feuerresistenz-Amulett oder ähnliches anziehen. Hm? Naja, 120 HP ist besser. Edge Protection können wir wegnehmen und dafür... haben keinen Feuerresistenztrank. Ring. Blunt und Edge Protection. Der macht 30 HP. Dann lieber den, oder? Yep. Also Gürtel hätten wir, der Feuerresistenz macht, ne? Fire Protection 15. Wie viel macht man unser jetziges Outfit? 16. Ja, mach mal. Den aus, den an. Okay, rauf da. Ja, niemand hat was von zwei Stück davon gesagt. Da war der gute Mann zu sehr fokussiert, den einen Kill zu machen. Das an die Wand drücken an sich war keine schlechte Idee. Wo ist der zweite? Ah, genau dahinter versteckt. Boah. Okay. Nicht so schön im Wasser, ha? Feuer Lizard. Aber das war ja schon grenzwertig. Normalerweise wäre der gute Marvin jetzt auch gefressen worden. Noch irgendwas Neues zu essen? Ne, das kennen wir alle schon. Trotzdem lecker. Nom 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 nom. Da noch? Fisherman's Cauldron, dann sollten wir gleich voll sein. Nochmal zurück hierhin. So, wenn es nicht allzu viel macht. Wir trinken jetzt doch einen der Tränke. Nicht weil, ne, so eine gewisse Abhängigkeit inzwischen da ist, sondern um schnell ranzukommen, um gleich angreifen zu können, damit da nicht zuerst früher kommt. So kommt er nämlich nicht weg. Und wir kommen gleich schneller zurück zu den anderen Fischern. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Eine Leiche. Diagramm. Angst vor den Seglern.
Master, Stärke 145. Das legendäre Rezept. Ja. Der wollte Trolle jagen. Oh, ich verstehe es. Er wollte Trolle jagen und er hat Trolle gejagt. Die sind irgendwo da oben. Dann haben sie ihn einmal ordentlich geknufft und er ist komplett hier runtergeflogen. Komplett darunter geflogen und wurde dann von den Feuerwehren gegrillt und gegessen. So, wer von euch hat denn so einen Auftrag gegeben? Danke, Master, bestimmt. Ich habe dein Netz. Mam twoją sieć. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. Wir haben bekommen Muscheln, Oystern, eine Perle und das war's. Przy okazji pozbyłem się tych czerwonych jaszczurów. Naprawdę udało ci się to zrobić? Słyszałem, że nawet tropiciele Zaraxos miewają z nimi problemy. Nie mam nic, co mógłbym dać ci w ramach nagrody, ale może uda ci się znaleźć jakieś ciekawe skarby w tych zatopionych statkach na plaży. Chłopcy często tam coś znajdowali. Ja, und wir erwähnen halt auch, dass wir die Feuerwehr getötet haben. Dafür hat er uns keine Belohnung gegeben, weil er hat halt einfach nichts. Aber er hat uns vorgeschlagen, dass wir die Boote überprüfen sollen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal getan haben. Mal gucken, mal einfach kurz. Vielleicht ist doch irgendwas Neues reingespült worden oder so. Ja, Fisch zum Beispiel. Hier hinten war ein Zombie. Die doofen Angelspots, ja. Oh. Haben wir ihn schon mal getötet? Das ist doch gar kein Problem hier. Ich weiß gar nicht was. Oh. Genau, bleib schön liegen. Richtig. Ja, das haben wir gerade schon mal gemacht. Also ist ein neuer Zombie da eingekrabbelt. Fühlt sich angezogen von der Kiste. Hm. Na gut, den hätten wir auch erledigt. Haben die Fische hier wirklich ihre Ruhe? Wir können was einsammeln, was? Also, hier oben war auch noch eine Tür, ne? Ja, aber... Dahinter ist irgendwie im Schwert, da kommen wir noch nicht rein. Alles schon geplündert. Ja, und da wir so weit weg sind von einem. Ne? Schluck? Ah, sein ganzer Sold wird dafür draufgehen, neue Tränke zu kaufen. Oder die Reagenzien dafür zu kaufen und dann selber herzustellen. Soweit ist er ja auch schon. Dass er notfalls seinen Eigenbedarf da decken kann. So, Trolle oben. Wo der runtergeknopft wurde. Trolle selber werden wir nicht schaffen. Egal, oder? Nee. Ich denke nicht. Aber vielleicht ist irgendwas drumherum, was man noch angehen könnte. Aber diese kleinen Kram da. Genau. Haben wir alle die Pinsel und die Shells, die man mitnehmen kann. Zum Verkaufen oder weiterverarbeiten. Ja,
hier ging es runter in den... Inzwischen sollte es da doch eigentlich gehen, oder? Ja, komm. Tö. Vielleicht hat der Verrückte da auch was Neues zu sagen. Wobei ich nicht weiß, ob die Verbindung hier wirklich... Was ist mit der Fackel passiert? Ob die Verbindung wirklich hier ist von dem Teil der Kanalisation nach dahin, wo der Alchemist ist. Aber das könnte Marvin ja einfach überprüfen, ne? Packt einfach seine Karte aus, guckt, wie die Gänge hier strukturiert sind, dann weiß er genau, wo er ist. Also... Irgendwas googelt er schon im Hintergrund. Archolos Town, Marker, das daneben. Map of Sewer. So, wir sind hier unten. In dem oberen Bereich waren die Ratten. Und da waren wir, glaube ich, auch noch nicht ganz durch. Da sind wir nur schnell wieder weg, weil wir fertig waren. Das heißt, wir halten uns aber mal rechts an der Wand. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Okay. Oh. Da ist was. Ich sehe es nicht, aber da ist was. Okay, sehe ich das wirklich viel zu schlimm. Stopp. Genau. Können wir entweder hier hinten hingekrabbelt oder... Licht da. 7. Besser. Und die Dinger. Ein Topf. Zwei Topf. Drei Topf. Niczego tu nie znajdę. Besser, da googelt mehr. Ach, diese Froschdinger. Komm her. Oh, da hinten noch die Zwille. Hier unten Raspberries. Knüppel, Heilkraut. Nichts Dramatisches. Keine versteckten Schalter oder so? Nö. Okay. Weiter essen. Müssen wir zurück und uns komplett einmal rumhalten. Also rechts. So jetzt. Oh, da geht's auch nicht durch. Und hier geht's schon wieder runter. Das Ding, um das Gitter hochzufahren, ist hier kaputt. Heißt, wir müssen jetzt eine Etage runter und unten dann einen Weg in Richtung, welche Himmelsrichtung ist das? In Richtung Süden finden?
da dann wieder nach oben gehen. Irgendwie so. Es sieht unsicher aus, zu dem Schalter dahin zu gehen. Ah, daneben ist auch noch einer. Sehr gut. Das ist jetzt die Ecke mit den ganzen Obdachlosen, oder? Die am Kochen sind und so. Das führt doch raus. Nee. Ich dachte zumindest, dass wir hier, aber ist keiner mehr da. Eventuell wurden sie auch alle aufgegessen inzwischen. Von einer Armee aus Riesenratten, die entstanden ist, weil wir da so einen gewissen Alchemisten haben leben lassen. Das wird noch unangenehme Konsequenzen haben. Ne, hier waren die Ratten. Hier waren die Rattennester. Da ging es nach draußen. Die Leichen sind auch schon geplündert, ne? Ja. Zeig her. Genau, das ist der nördliche Bereich. Hier im nördlichen Bereich waren die ganzen Rattennester. Ich war mir halbwegs sicher, dass hier trotzdem noch ein, zwei Kleinigkeiten waren, die wir halt nicht gemacht hatten, weil wir einfach noch raus wollten. Zu dem Zeitpunkt war Marvin schon so lange hier in der Kanalisation, hat mit Ratten gekämpft und Würmern und von Froschmenschen weggelaufen, weil die damals noch ein Problem waren. Nichts Neues zu sagen. Nee. Na komm, dann können wir so ein Schlückchen trinken. Müssen wir Licht machen. Und dann ist hier unten gleich viel angenehmer. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, was hier unten noch an losen Enden da sein sollte. Also die Viecher werden tot sein. Sonst wäre Marvin ja nicht hier durchgekommen. Ist das hier das Geheimversteck? Ja. Aber er ist nicht mehr da. Dann konfiszieren wir doch ein bisschen was von seinem Kram hier. Blue Elder Decoction. Also Marvin hat inzwischen Zweifel daran, wie wohlgesinnt er Alchemist hier ist und würde ihn ganz gern verhaften. Aber er ist nicht mehr da. Alchemitisch. Ne? Ist ausgeflogen. Moment mal. Oh, ich hatte der Haufen, da wären vielleicht Überreste von die manchen Misten selber, der irgendwo dran gestorben ist. Aber nö. Der ist auf freien Fuße. Hier war der schwierigere Teil, ne? Ist aber alles sauber geblieben, hat sich nichts Neues eingenistet. Nep, 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 nep. Und wollte ich nicht eigentlich nach Süden? Äh,
like here. No. Nic tu nie ma. Okay. Doch noch neue Ratten hier. Hat mich total aus dem Konzept gebracht. Wollte auch gerade so schön am Karte gucken. Ja, genau, bis nach Süden und dann rechts rum und wieder links rum, um eventuell irgendwie in diesen unteren Bereich zu kommen, wo wir von der oberen Etage nicht rein. Nicht rankommen. Wollte ich sagen. Hier ist definitiv noch Viehzeug. Links und dann rechts? Mist. Nein, 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 nein. Rechts und dann links. Also da müssen wir gleich lang, ich will nur kurz gucken, ob hier eine Verbindung ist. Ja, ist okay. Denn nur weil die Karte irgendwas anzeigt, ist es ja nicht immer so, dass sie teilweise über mehrere Etagen irgendwie verteilt. Das sollte jetzt der Teil sein, den ich meine. Das heißt, wir gehen einfach hier nochmal neu durch. Das sieht richtig aus. Wobei das hier einfach nur, das ist der einfachste Teil der Kanalisation, richtig? Weil hier sind überall die Treppen nach oben in die eigentliche Stadt. Das heißt, hier sollte nichts Garstiges sein. Das heißt, wenn man die ganzen Abkürzungen benutzen möchte, einfach in den Teil hier gehen. Panie, zlituj się, sypnij złotem. 25 Stück potrzebuję. 25 Gold, bitteschön. Dziękuję pięknie. Schön dreist, so viel zu verlangen hier unten. Ich meine, selbst die oben, die in der Oberstadt betteln von reichen Leuten, die wollen nur eine Goldmünze haben. Und hier, wo nie jemand vorbeikommt, oh, vielleicht deswegen. Schon mal so voraus. Und wir kommen raus. Der Nacht schon mal. Oh, bei der Handelsgilde, richtig? Yep. Oto jest mój wybawiciel. Nie myślę, że zapomniałem o tym, jak pomogłeś mi wtedy na drodze. Szczerze mówiąc, to właśnie dzięki tobie wymyśliłem wspaniały pomysł na nowy interes. Od dzisiaj będę naprawiał zniszczone wozy i dostarczał potrzebne części tym, którzy utknęli w drodze. Już nikt nie będzie musiał tkwić na ławce przy swoich towarach przez kilka godzin, bo jego wóz rozleciał się na wyboistej drodze. Potrzebne mi będzie jednak trochę kół, a że tutejsi rzemieślnicy żądają za nie sporo złota, to pomyślałem, że może zdobędziesz ich dla mnie trochę więcej. Wystarczy, że rozejrzysz się wokół zniszczonych wozów. Z pewnością znajdziesz ich mnóstwo na całej wyspie. Za każdą sztukę zapłacę ci kilka monet, więc nie trać czasu i do roboty! Also, er ist derjenige, dem wir geholfen haben, weil sein Karren kaputt gegangen ist. Und daraufhin hat er die geniale Idee, ein Geschäft aufzumachen, der Leuten hilft, die halt auch einen Karren kaputt gemacht haben. Also eine Reparatur.
haben quasi. Und er möchte, dass wir noch mehr Räder ranschaffen. Und ich glaube, Marvin hat schon komischerweise ein paar davon aufgehoben. Also, Mam dla ciebie te koła. Wyglądają całkiem nieźle. 3 Stück. Wow. 9 Gold pro Reifen. Das rentiert sich ja tierisch. Dankeschön für diese super Möglichkeit, Gold zu verdienen, werter Herr Händler.